a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. People passing by, for no good reason why. Yeah. How could they know just what this message means? The end of the hope, the end of all my dreams. How could they know that that was me? Behind the door, where my brain is queen. No milk today. Ich hatte aber zwei bestellt. Und schon. Mittags begrüßte ich die neu eingetroffenen Touristen mit einem eigens von mir komponierten ostfriesischen Begrüßungslied. Scheiß Hanke! Ruhe, Gott nochmal, Ruhe! Und auf einmal kam mein Mann nach Hause und ich musste meinen Liebhaber loswerden. Spring aus dem Fenster, bat ich ihn, spring aus dem Fenster. Er sagt, bist du wahnsinnig, wir sind im 13. Stock. Mein Gott, das war doch wirklich nicht der Augenblick, um hier jetzt abergläubig zu werden, oder? Oh, gute Nacht. Schlafen Sie gut. Sind Sie denn noch verheiratet? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Nun, Otti, ich bin auch nur ein Mann. Und Sie sind eine Frau. Und was für eine... Oh. Ich bin keine Frau für eine Nacht. Ich will erobert werden. Was soll denn das sein? Das? Das ist meine biologische Kampfwaffe. Biologische Kampfwaffen sind verboten. Nein! Nein! Max! Max! Hoffentlich kann er wenigstens schwimmen! Aber ich kriege euch! Ich bin nämlich sehr gefüttert in Quartierkreisen. Ja! Ich hab ihn! Herbert, der Wattwurm! Das ist aber sehr eilig, mein Sohn. Meine Bordpredigt beginnt doch erst in 5 Minuten. Hochwürden, ich möchte beichten. Und worin besteht deine Sünde? Tätlicher Angriff auf einen Geistlichen mit einem stumpfen Gegenstand. Das ist aber sehr schlimm. Und wann? Wie spät haben wir es jetzt? 5 Uhr. Das ist die Zotti, die Lotti, die Gotti und ich bin die Nati. Cool. Und was hast du bis jetzt gemacht, Otti? Ach, das ist eine lange Geschichte. Sie beginnt mit meinem Großvater. Wie meint ihr die Frage jetzt mehr musikalisch? Ja? Ach so, musikalisch. Moment. Dumm, kida, dumm, kida, dumm, kida, dumm, kida. Aua. Kann mal einer helfen? Arschloch. Detonation erfolgt in x minus 30 Sekunden. Die Zeit vergeht aber ziemlich schnell. Erfolgt in x minus 10 Sekunden. Was ist damit an, Mensch?
Mach mir doch nicht so schwer! Warte! Mit meinem Klappbett ist etwas nicht in Ordnung. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Das geht doch ganz einfach. Ja, so, und so, ja. Alles. Und, ja, bitte. Sofort ist es wieder oben. Ja, und? Na, ich kann, na, also, hören Sie mal. Da muss doch irgendetwas geschehen. Oh, meine Lucy. Ja, und? Sehen Sie? Na ja. Meine Lucy. Mörder. Mörder, Mörder, Mörder. Besetzt! Würden Sie mal bitte da rauskommen? Worum geht's? Um das Kleid. Woher haben Sie das? Das Kleid, das ist aus Paris, von Karl Lagerbier. Das ist ein Einzelstück. Allerdings, das war nämlich in meinem Koffer und den haben jetzt anscheinend Sie. Soll das bedeuten, dass wir unsere Koffer vertauscht haben? Nein. Das soll bedeuten, dass Sie meinen Koffer gestohlen haben. Raus hier! Umdrehen. Beine spreizen. Was wollen Sie von mir? Mein Kleid. Wollen Sie behaupten, dass ich das Kleid gestohlen habe? Allerdings. Ich bin doch keine Diebin. Stimmt. Hallo, ist das der Güterzug nach Hamburg? So. Sag mal, das riecht ja... Ach, deswegen riecht das hier so scharf. Mal, da wird die Reise wohl etwas länger dauern. So, machen wir es mal gemütlich. There she was walking down the street singing. Snapping her finger and shuffling her feet singing. She looks good, she looks fine. She looks good, she looks fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing. Holding hands, just as natural as can be, singing. She walked. Also hört mal her, Männer. Wir suchen einen blinden Passagier. Befehl vom Captain. Jeder von euch hat sich zu identifizieren. Identifizieren? Mit wem sollen wir uns denn identifizieren? Mit Michael Jackson? Hey, Müller, macht doch jetzt hier keinen Quatsch. Quatsch, ich höre immer nur Quatsch. Ist das Quatsch? Wir arbeiten den ganzen Tag für einen scheiß Hungerlohn. That's no bullshit. Das steht doch hier gar nicht zur Diskussion. Diskussion? Ich höre immer nur Diskussion. Los, Jungs, zeigt ihm unsere Argumente. Okay, okay, okay. Ich glaube, hier ist er nicht. Ich glaube, ich lege noch eine Schaufel nach. Wir sind ja viel zu schnell. Oh mein Gott, jetzt bin ich im Arsch. Nein, das bist du nicht. Nein? Was soll ich tun? Beuge dich unters Steuer. Okay. Löse die Schrauben. Hm? Wirf sie weg. Richte dich auf und nimm das Steuerrad in beide Hände. Ja, und jetzt? Jetzt bist du im Arsch. Das war knapp, was? Da haben wir noch mal Glück gehabt.